Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki, New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ja. Ich bin der Sashi und das ist der Till. Den Till kennt man ja auch von seinem eigenen YouTube-Kanal, Till und sein Vlog. Und wir reden heute über den 14. Dezember, 10 Tage vor Weihnachten. Stress. Stress pur, natürlich, ist ja klar, weil man irgendwie total hibbelig ist und noch keine Geschenke hat und so. Aber du hast ja schon seit September, habe ich irgendwie mir sagen lassen, irgendwann ja. Mal. Ja. Und wir haben heute wieder ein Geburtstagskind, ein ganz berühmtes. Ein ganz berühmtes, ja. Und zwar Erhard Wunderlich. Handball. Handball. Genau. Ah, Handballer. Der hat in der Nationalmannschaft gespielt, unter anderem. Ne? Ganz bekannter Handballer. Ich habe jetzt kein Bild vor Augen so richtig, aber das ist irgendwie... Also er muss ein krasser Typ gewesen sein. Der hat über 500 Tore geworfen. Ja, im Handball. Naja, Handball. Du wertest das voll ab? Naja, im Handball macht man als Stürmer, macht man bestimmt mal irgendwie... Also was ist Stürmer? Das ist, glaube ich, wie sagt man da? Was hat man da? Was hat man da Position? Kreisläufer? 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 Was hat man da? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Wenn man offensiv spielt als Handballer, dann macht man schon mal, glaube ich, 10 Tore pro Spiel. Ja, das finde ich ja auch das Langweilige am Handball. Also nee, wenn das ist super guckt, am Handball. So, Tor. Ja, es geht Tor, hin und her. Es geht, also immer Action, also immer Action. Tor. Boah, wie beim Tennis. Ist ja, langweilig. Wie beim Tischtennis. Und Tischtennis ist schneller. Ja. Genau, wäre ein bisschen kirre dabei, wenn man also, wenn man ganz nah sitzt, wird man kirre. Ja, deshalb wird Tischtennis auch nicht von rechts nach links übertragen, sondern immer so. Ist dir schon mal aufgefallen im Fernsehen? Stimmt, jetzt wo du es sagst. Es wird nicht so. Ja, 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 macht ja keinen Sinn. Aber Tennis wird auch meistens so übertragen. Und so. Ja, ja, ja. Am 14. Dezember, 14. Dezember 1911, da hat der Norweger Amundsen, ja, kennst du? Ja. Ja, hat erstmals als Mensch den Südpol erreicht. Gratulation. Ja. Südpol unten, ne? Ja, ja. Ja. Es ist Antarktis, also Land. Ja. Und Nordpol oben, Arktis. Ja. Nur mal so. Du weißt aber schon, dass sich Nordpol und Südpol im Laufe der Erdgeschichte schon ein paar Mal gedreht haben. Gedreht? Ja. Wie gedreht? Ja, das Magnetsystem der Erde hat sich quasi schon ein paar Mal umgepolt. Ich weiß nur, dass die Achse irgendwie sich... Ja, aber das Magnetsystem hat sich auch schon komplett gedreht. Also das Magnetsystem der Erde ist ja sowieso nicht komplett gleich. Das würde ja heißen, dass es nicht immer am Südpol war. Naja, der Südpol bzw. der Nordpol, magnetisch gesehen, ist ja auch kein fester Punkt. Das ist ja ein Punkt, der wandert. Und dieses komplette Magnet... hat halt im Laufe der Erdgeschichte auch schon mehrfach sich gedreht. Das kann man in Gesteinsformationen und sowas nachweisen. Bedeutet das, dass der Südpol dann auch irgendwann mal auf Wassergebiet war? Ja, eigentlich schon. Ja, natürlich, weil, der magnetische... Die Landmasse ist ja nicht mitgewandert. Nein, aber der magnetische Pol hat sich verändert und ist quasi gewandert und war manchmal auch oben, seitlich. Also Respekt, Till. Jetzt mal hier, Leute, alle mal einen Daumen hoch für Till hier in den Comments. Ja, am 14. Dezember haben wir aber auch noch was. Ein Fakt des Tages. Wusch, wusch. Und zwar im Pazifik, also nicht Atlantik, sondern Pazifik. Also das große Ding. Genau, also zwischen Amerika und Asien. Ja, ja. Ja, ja, ich will es ja nur... Amerika und Asien? Nee, zwischen Amerika und Europa. Nein, das ist der Atlantik. Ach so, du hast recht. Hm. Auf jeden Fall schwimmt im Pazifik so viel Plastikmüll, dass man Texas, also den Staat Texas, zweimal damit bedecken könnte. Ja, ist echt viel Plastik, ne? Ja. Ich war mal vor 5, 6, 7 Jahren war ich auf Lanzarote. Ja. Und bin da am Strand entlang gelaufen und da war alles voller kleinen Plastikzeug. Der ganze Strand war voll mit kleinem Plastikzeug, irgendwelche bunten Plastikdinger. Scheiße. Hammer. Und irgendwo habe ich gelesen, dass die aus, ich weiß nicht, welchem Meer es war, haben sie in einem Liter Meerwasser haben sie 12.000 Plastikpartikel herausgeholt. In einem Liter. Ja. Und das Meer hat ja ein paar Liter mehr. Ja, ist sehr krass, aber
was zeigt uns das? Wir beide in Kombination verinnerlichen so viel geballtes Wissen, das wir an euch weitergeben. Deshalb müsst ihr unbedingt wieder einschalten. Daumen hoch. Morgen. Ja, und den Kanal abonnieren, auch alles. Ja. Natürlich. Ja. Das war der 14. Dezember, morgens der 15. Dezember. Da sehen wir uns wieder. Cheerio, Miss Sophie.